Ende Juni wurde am Dekra-Lausitzring in Klettwitz der neue Bauabschnitt der Citykurse offiziell eröffnet. Neue Testmöglichkeiten für Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren sind dadurch entstanden. Was das für die Zukunft des Standortes bedeutet und wie dieser Meilenstein einzuordnen ist, darüber sprachen wir mit zwei Dekra-Leitern. Ich glaube, der Meilenstein ist deshalb so bedeutend, weil er beginnend mit unserer Standortentscheidung 2003 für den Lausitzring, mit der Übernahme von Testwahl 2008 und dem Lausitzring selber 2018 der nächste folgerichtige Schritt ist auf der Entwicklung der Anlage hin zum Prüfgelände für automatisiertes und vernetztes Fahren. Wir machen nicht nur Motorsportkonzerte, sondern Test und Technology ist unser Standbein Nummer 1 und sichert dem Lausitzring nachhaltiges Bestehen und uns als Dekra Entwicklungsmöglichkeiten hier am Standort. Also wir stehen hier erstmal auf einer relativ normalen Straße, wenn man hier mal nach unten guckt. Ja. Und am Ende des Tages ist es aber keine normale Straße, sondern wir haben hier einfach versucht, auf dem Urban-Kurs alle möglichen Stadtszenarien abzubilden, die irgendwie machbar sind. Wir haben sie eingangs schon in der Demonstration gesehen. Hier geht es letztendlich darum, einfach die komplizierten Fahrsituationen in der Stadt abzutesten. Sie fahren mit ihrem Fahrzeug in den Kreisverkehr. Es kommen 5 Fahrradfahrer, dann kommt noch die Frau mit dem Kinderwagen und vor ihnen bremst noch jemand. Und das ist einfach eine Herausforderung, die aktuell der Mensch wirklich sehr gut meistert, muss man ehrlicherweise sagen. Und die automatisiert fahren Fahrzeuge natürlich noch lernen müssen. Und auch die Assistenzsysteme am Ende des Tages dahingehend abgeprüft werden müsste. Wenn man sich über das automatisierte Fahren verständigt, wird klar, dass das nicht immer und überall vom Tag 1 aus funktionieren wird, sondern dass man sich auf spezielle Fokusbereiche, beispielsweise die Autobahn, beispielsweise die Stadt, beispielsweise die Landstraße fokussiert. Und wir hier am Lausitzring, am Dekra-Lausitzring, sind das Gelände, wo man alle diese Betriebsdomänen in Gänze abbilden kann. Wir haben mit dem Testoval hervorragende Autobahnbedingungen. Wir haben seit heute mit den Citykursen einzigartige Bedingungen mit über 80.000 Quadratmetern Asphalt für das Thema City. Und wir planen gerade auf einer Länge von fast 16 Kilometern nochmal Landstraßen, sogenannte Interurban-Kurse, um automatisiertes Fahren bis zu einer Geschwindigkeit von 120, also Schnellstraßen, abzubilden. Am Ende haben wir hier auch mit dem Lausitzring, mit dem Dekra-Testoval, mit den bereits vorhandenen Laboren hier auch wirklich jetzt schon einzigartige Möglichkeiten. Und ja, die bauen wir jetzt einfach konsequent aus, unter Nutzung auch dessen, was hier bereits da ist. Und das macht eine ganze Menge Spaß. Blick in die Zukunft, wird sich das Gelände hier nochmal verändern und auch weitere Mitarbeiter benötigt werden? Weitere Mitarbeiter in jedem Falle. Also wir haben auch aktuell für dieses Jahr hier im Bereich Test und Technology nochmal 20 neue Mitarbeiter, 26 um genau zu sein, die wir neu einstellen. Und mit den neuen Kursen, Interurban-Kursen, wird da nochmal einiges dazukommen. Hintergrund ist der, dass wir nicht nur die Strecken bereitstellen, sondern dass wir direkt auch in die Dienstleistungserbringung, in die Methodenentwicklung investieren und dort eigentlich richtig stark hier in Europa sind.